Bildungsbälle! Wisst ihr, was für Ihre Aufgabenbereiche ein Stadtteil hat? Die Bildungsmeile haben wir in Amstetten bei der Firma Greibich begonnen. Der klassische Installateur ließ die Schülerinnen und Schüler gleich einmal sehen, um was es bei dem Job geht. Der direkte Kontakt ist das größte Plus der Bildungsmeile, weil sich die Teenies viel besser vorstellen können, was sie bei der Ausbildung erwartet. Wir machen jedes Jahr gern bei der Bildungsmeile mit, weil wir hoffen eben, dass wir durch das auch wieder neue Lehrlinge anwerben, motivieren können, dass sie bei uns anfangen. Also wir setzen auf die Lehrlingsausbildung, auf die Lehrlinge sehr viel. Wir sind auch stolz, sagen zu dürfen, dass wir mittlerweile 6 Lehrlinge haben. Wir haben auch für nächstes Jahr schon wieder einige in Aussicht und wir freuen uns über jede Bewerbung, was kommt. Ich würde jetzt vielleicht ein bisschen Schleichwerbung auch gleich machen. Nehmen auch noch Lehrlinge auf, also wir setzen auf das viel. Wo darf man sich melden? Bei uns entweder per E-Mail unter greibich@greibich.at oder einfach anrufen, Termin ausmachen, Vorstellungsgespräch vorbeischauen. Es ist immer wer da. Einfach über alle Kontakte, die es gibt, kann man sich bei uns melden. Wer lieber mit Strom arbeitet, ist bei Landsteiner gut aufgehoben. Der Amstettener Elektroinstallationsbetrieb und Fachhandel bildet die Lehrlinge vielseitig aus. Bei dieser Station der Bildungsmeile konnten sich auch einige Mädchen begeistern. Denn bei der Firma Landsteiner geht es nicht nur um Baustellen. Vom Geschäft über die Planung bis zur Baustelle und Büro sind die Möglichkeiten in der Firma für junge Leute vielseitig. In Österreich gibt es das duale Ausbildungssystem, auf das wir sehr stolz sein können. Das ist einerseits die Ausbildung im Betrieb, andererseits die Ausbildung in der Berufsschule. Zudem haben wir auch Förderkurse, wo wir unsere Lehrlinge weiter ausbilden, auch in Bereiche, die nicht unbedingt unser Fachbereich ist, und zwar auch in sozialer und emotionaler Kompetenz. Und seit 17 Jahren versuchen wir, die Jugend in die Betriebe zu bringen. Und das ist eigentlich eine Erfolgsstory. Sehr viele, tausende Schüler eigentlich, haben mittlerweile die heimische Wirtschaft besucht. Darauf sind wir auch sehr stolz. Wir sind davon überzeugt, dass es schon noch einen Unterschied macht, wenn ich mir Handwerksberufe vor Ort anschaue. Also diese Berufswelt zu riechen, zu schmecken, wahrzunehmen persönlich, hinterlässt ganz andere Eindrücke als eine Berufsinformation auf Hochglanzbroschüren. Und ich glaube, das ist auch der Mehrwert der Bildungsmeile, dass hier der direkte Kontakt von Schule und Wirtschaft passiert und auch gelebt wird. Die Schulen aus der Region nehmen das jährliche Informationsangebot der Bildungsmeile gerne wahr. Wir fahren sehr gern zur Bildungsmeile, weil es für unsere Schüler einfach interessant ist, die Betriebe aus der Umgebung näher kennenzulernen. Auf diese Weise können sie auch einmal hinter die Kulissen schauen, und da sie nächstes Jahr sich entscheiden müssen, wie der berufliche Werdegang weitergeht, ist es ganz gut, dass sie da ein bisschen hineinschnuppern können. Mir hat die Führung sehr gut gefallen, ich habe viel mitgekriegt, ich habe auch viel gelernt, nichts, und ich habe viel gesehen. Und ja, ich freue mich schon drauf. Kommst du schnuppern? Ja, ich will sicher mal vorbeischauen. Also besonders interessant haben wir heute gefallen. Wir waren bei 2 Betrieben und der Landsteiner war auf jeden Fall sehr interessant. Wenn man auch diese Büroräume und auch diese praktischen Werkstätten, was man da alles machen kann, das ist alles sehr, sehr interessant. Hallo! Hallo. Wer hoch hinaus möchte und schwindelfrei ist, ist sicher beim Spengler gut aufgehoben. Das alte Handwerk wird in der modernen Werkstätte der Firma Haberhauer durch moderne Maschinen unterstützt. Während der Ausbildungszeit setzt man auf Vielseitigkeit. Bei uns schaut die Lehrlingsausbildung so aus, dass wir im Werkstättenbereich 2 Magazinöre haben, die auf anhand an Werkstücken quasi mit den Lehrlingen trainieren können. Des Weiteren ist es immer so, dass wir schauen, dass die Lehrlinge nicht immer mit denselben Gesellen oder Vorarbeitern auf den Baustellen sind. Das heißt, wir schauen immer, dass wir da eine schöne Durchmischung haben. Das heißt, eine Woche oder 2 Wochen ist der Lehrling bei dem Gesellen, der jetzt zum Beispiel auf einer Häuselbauerbaustelle ist. Dann ist er wieder auf einer anderen, größeren Baustelle, wo er Sandwichfassaden erstellt. Dann ist er wieder 2 Wochen auf einer Baustelle, wo er Lüftungsanlagen, Luftkanäle montiert. Das heißt, so sieht da der Lehrling das große Spektrum der Spengler und Metalltechnik und kann sich da, hat da ein breites Spektrum quasi und kann sich da immer wieder weiterbilden. Ja, bei uns in Gleis nimmt also die Berufsorientierung ganz einen großen Stellenwert ein. Wir haben das immer fix in der Stundentafel inkludiert. Wir nehmen an der Bildungsmeile alle beiden Tage teil, schon seit über 10 Jahren. Wir fahren in die Wirtschaftskammer nach St. Pölten.
Wir haben auch Betriebe, wo wir immer wieder Exkursionen machen. Bei der Firma Haberhauer finden nicht alle Arbeiten am Dach statt. Kleinere Spenglerarbeiten können diesen Job zuweil kreativ werden lassen. Die großen Baustellen haben auch ihren Reiz. Die Firma Lehner ist auf Fertigteile aus Beton spezialisiert. Das erfordert eine sehr genaue Planung. Und bei der Firma Lehner geht nichts ohne Helm, denn draußen ist immer ein Kran oder ein Bagger unterwegs. Die riesigen Maschinen und Hallen faszinierten die Schülerinnen und Schüler, die ihre Betriebsführer mit Fragen löchern durften. Vom Betongelände der Firma Lehner begeben wir uns wieder in eine etwas kleinere Werkstätte, nämlich zum Autohaus Senker. Automechaniker ist einer der ewigen Traumberufe vieler Burschen. Das Herumschrauben an Rädern und Motoren faszinierte die Jungs. Interesse zeigt sich oft schon bei kleineren Kindern. Doch zu einer modernen Autofirma gehört mehr, wie die Jugendlichen erfahren durften. Genau das will die Bildungsmeile bezwecken. Es geht darum, dass man heute, dass sich die Betriebe, wir klagen immer über Facharbeitermangel, und dass die jungen Menschen eine Tätigkeit haben, einen Job finden, herausfinden, wo brennt das Herz, wo gehe ich gerne in der Früh, stehe ich gerne auf, gehe in die Arbeit. Wir wissen, wenn man gerne aufsteht, wenn man gerne in die Arbeit geht, macht es mehr Spaß, man ist besser, man verdient wahrscheinlich auch ein paar Euros mehr, und es kann nur ein Segen sein für die Gesellschaft, wenn man gerne arbeiten geht und wenn man nicht der Ö3-Feingemeinde angehört, dass man sagt, hurra, Wochenende und Montag tiefe Depression, weil ich arbeiten gehen muss. Natürlich ist Wochenende schön, natürlich ist Freizeit schön, aber Arbeit gehört dazu, wenn man gebraucht wird, wenn man eine Herausforderung hat, wenn man wo beweisen kann, das ist ja schön, und das wird meiner Meinung nach viel zu wenig kommuniziert, und das wollen wir mit dieser Bildungsmeile unterstützen, dass die jungen Menschen gern, dass sie herausfinden, wo kribbelt es, wo kitzelt es, wo ist das Herz dabei, und da profitieren unsere Betriebe davon und da profitieren die jungen Menschen, und wir wissen alle, 2-3 Ausbildungen kosten viel Geld, und wenn er heute gleich am Anfang den richtigen Job findet, die richtige Herausforderung findet, und das will man mit dieser Bildungsmeile unterstützen, dass man Angebot und Nachfrage oder wie man das also Interessent und Interessentin zusammenführt. Für uns ist die Lehrlingsausbildung ganz ein wichtiger Ausbildungspunkt im Haus. Also wir haben 47 Lehrlinge derzeit, die im Senkerverbund in Ausbildung stehen. Alle Spezialisten in unserer Werkstatt kommen aus der Lehrlingsausbildung. Und wir schätzen die Lehrlingsausbildung, dieser duale Weg in Österreich, einerseits Ausbildung im Betrieb, andererseits in den Berufsschulen, wird von uns dann auch noch begleitet mit speziellen innerbetrieblichen Schulungen. Das heißt, unsere Lehrlinge haben also eine sehr, sehr intensive Ausbildung, auch auf den Modellen schon natürlich. Die Firma Senker ist eine der Möglichkeiten für Teenies, zu einer interessanten Lehre mit technischer Ausrichtung zu kommen. Eine ganz andere Ausbildungsstätte ist wiederum das Möbelhaus Leiner. Das Möbel-, Heimtextilien- und Kurzwarenkaufhaus erfordert einen großen Wissensstand. Hier muss man in Sachen Material, Bezeichnungen der einzelnen Produkte und Beratung geschult werden. Ein Gebiet, das auch für junge Damen als Verkäuferin sehr interessant ist. Trotzdem ist Handwerk auch gefragt, zum Beispiel bei der Montage der Einbauküchen. Die Schülerinnen und Schüler konnten sich von der Bildungsmeile viel Wissenswertes über das Berufsleben mit nach Hause nehmen.